Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind immer noch auf Bogano, haben alles gesammelt im letzten Part, was es so Schönes gibt. Zwei Viecher da unten, lassen wir jetzt mal Viecher sein. Ihn hier hauen wir jetzt noch über den Jordan. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, was hier im letzten Dungeon so kommt. Und auch im ersten Dungeon per se, weil das war ja der erste Tempel, den wir besucht haben. Komm, geh drauf. Okay. Der sieht echt cool aus, ne? Schön, wie die Kamera so zurückgeht hier. Was. Seltsam. Careful, buddy. We still don't know how this thing works. Das ist übrigens die einzige Schlammrutsche, die auch hochkraxeln kann, by the way. So, natürlich machen wir hier noch einen kleinen Speicher. Wir wollen ja nicht wieder ewig hin und her. Und dann gehen wir in diese Tasche des Raumes. Es fehlt leider ein Fähigkeitenpunkt. Das ist voll doof. Ready to rumble. Yes. Ja, denn das hier sieht nach so einer kleinen Minisäule aus. Ist es aber nicht. Okay, ich kann auch hier rum rein. That seems wrong. Denn wenn ich das jetzt mache, komme ich nicht mehr da raus, wo ich gerade rauskam. Oder gerade herkam. Hm. Interesting. Jetzt kommt Cordova und haut mich um. Ich hoffe, es lohnt sich überhaupt noch für einen weiteren Part. Schauen wir mal. Gibt es hier noch einen Endkampf oder nicht? So, jetzt kommt Cordova. Halb angefaultes Skelett und hackt mich weg. Amazing. The vault itself is built like a giant holocron. And linked. Something about that wall. We're close. Let's check it out. Die Vault ist ein gigantisches Holokron. Aha, sind die Holokrone etwa aus dem Vorbildern Sephos entstanden? Okay, ein Spiegel. Ich bin das Holokron. Du bist Deutschland, du bist 6 Millionen Arbeitslose. Wunderbar. Sorry, wird ja noch ein bisschen was kommen, oder? Ich hoffe schon. Interesting. Keine Karte, kein Nix. Ich habe mein Lichtschwert. Lass mich raten, das sind jetzt Sepho. Sind Sepho-Machtbegabte. Dogma blinded us to the path of balance. And gradually we allowed our pride to corrupt us. Dogmen, damit haben doch auch die Jedi sehr große Probleme. Der lebt noch. Schau dir den an. Cool, unser erster und einziger Sephoweiser, den wir wirklich mal lebendig sehen und nicht als Statue. The greater control we sought, the further we fell into ruin. I lead the remnants of my people into the great unknown, hoping that we will finally find peace. Ah, so viel dazu. Ja, Cordova Kampferräder, komm. Oh, Holocron. I shall teach them the ways of the Force. Master Kestis. We shall begin with physical preparation. What is the Force? Gather round, everyone. Sieht er jetzt, wie er selbst korrumpiert wird? Do you think the Empire will find us? Oder sieht er seine eigene Zukunft? Ja, ich fürchte nämlich, das Imperium würde euch finden, deswegen wirst du es nicht tun, ne? Risky. Dabei wäre es echt gut, aber ich meine, Episode 4 war nicht umsonst, wurde nicht umsonst eine neue Hoffnung genannt, ne? Und nicht noch eine neue Hoffnung oder yay, vielleicht noch mehr davon oder sowas. Das heißt, wir werden das definitiv nicht durchziehen. Die Frage ist, warum?
Was bietet uns das Spiel als Erklärung? Oder gehen wir dabei drauf? Oder? Ja, wir sollten vielleicht vorher die Inquisitoren ausschalten. Das sieht aus wie, ja, wie Gräben, genau. Er sieht also gerade die Zukunft. Oh, gar nicht schlecht für ein Padawan, so einen Auslöschungstruppler zu killen. Gar nicht schlecht. Beeindruckend. Und er schafft jetzt mehrere von sich selbst, hä? Vielleicht hat er davor Angst. Schreckliche Bande. Aber wir können die Inquisitoren auslöschen. Wir haben schon ein paar von denen gekillt. So viele gibt's nicht mehr. Lass uns doch einfach das vorher machen, Cal, bevor du dann neue ausbildest. War cool inszeniert. Oh nein. Unsere Padawane! Bevor sie überhaupt existieren, sind sie schon wieder ausgelöscht, typisch. Ja, natürlich nur eine mögliche Zukunft. Die wird ja nicht eintreten, weil wir das Ding trotzdem nicht nutzen. Also wir werden das Holocron wahrscheinlich weiter versteckt halten. Du bist echt. Surrender now and we may spare the youngest. That's right. Just kill her. Just kill her. Who cares? Die kann doch nix. Wir haben sie schon mal fast gekillt. Ja, ihr werdet gefoltert und werdet auch zu Inquisitoren. Ja, er will wahrscheinlich verhindern, dass sie auch zu Inquisitoren gemacht werden. Nämlich so. Ja. Wie es mit Sears Padawan war. Ah, sieht echt cool aus. Schön gemacht. Gefällt mir. Okay. Ich habe kein... Wait, what? Oh, wir werden zu einem Inquisitor gemacht. Oh, great. Oh, great. Guck das an. Sehen wir nicht hübsch aus? Nee, nicht wirklich. Ja, interessant. Rot ist die einzige Farbe des Schwertes, die wir nicht haben, ne? Betrachte dich im Spiegel, du Narr. Trauriger, trauriger Narr. Oh, Kampf gegen uns. Interesting. That's gonna be fun. Doch nicht? Oh. Guck mal, wir sehen uns von hinten. Das schaut so aus, guck mal. Schaut so aus, als würden wir unseren Rücken betrachten. Huh. Okay, danke für die Vision. Wir machen es trotzdem. I don't care. Wir werden stärker sein als die Inquisitoren. They suck. Oh crap. Oh, how uncharacteristically prescient of you. Here I thought your greatest virtue was your dogged persistence as you stumbled from one debacle to the next. Guess you made a mistake not killing me on Bracca then. A scant mercy. I wagered one meaningless Padawan against a prize that will win me the Emperor's favor. You think I'm gonna let you walk away with the Holocron? Of course not. Mal gucken, wie eklig sie wird. We both have our pride. But yours has cost you the lives of all the Force-sensitive children on that list, as well as your own. Like you said, Trilla, I'm persistent. Jetzt kommt er mir wenigstens ein bisschen cooler vor. Ah!
Parieren ist das A und O. Ich dachte, ich hätte pariert. Da habe ich pariert. Blöde Kuh, ich hau dich um. So much fear. Wovor denn vier? Wir sind doch nicht so krank wie du. Ach, komm schon, du Troller. Das war lustig. Hast gedacht, hä? Oh ja. Careful with that thing. It's been through hell. Komm, du wirst wohl stärker sein als der dämliches Schwert. Don't go. We need to stick together. No. I'm going to lure them away, and then I'm going to circle back. Stay with the younglings, Trilla. May the Force be with you. Master! Don't leave us! Trilla, what's going to happen? It's okay. It's okay. Du wirst ein Kopfgeldjäger, definitiv. Ihr seid alle Kopfgeldjäger, strange enough. Die sieht doch nichts in dem Helm. Wie kann sie denn so kämpfen? Jo, die Liste ist halt weg, ne? Aber du hast jetzt zwei Laserschwerter. Ist doch nicht doll. Können wir jetzt wenigstens ordentlich mit zwei Schwertern kämpfen? Das wäre schön. Ja, Pustekuchen. Ne, eine Inquisitorin wird geboren. Bla bla bla. Als die zweite Schwester Kerl im Gewölbe auf Pogano attackiert, gelangt der Lichtschwert durch ein unglückliches Manöver in seine Hände und löst bei ihm ein Echo ihrer tragischen Vergangenheit aus. Kerl erfährt von Trillas Geschichte als C.S. Padawan. Das kannten wir zwar alles schon, aber okay. Einschließlich der verstörenden Details ihrer Gefangennahme und Verwandlung in die zweite Schwester. Als diese Offenbarung Kerl für einen kurzen Moment lähmt, gelingt es Triller, ihm das Holocron zu stehlen. Jo, nicht wirklich. Die ist einfach nur feige abgehauen, die Troller. Wie typisch ist für, Sith. Oder möchte gern Sith. Die sind immer ein Sith. Die sind ja nur so ein komischer kleiner Inquisitor. Was so die Pillepalle-Version eines Sith ist. Das ist so Sith für Erbärmliche, so ein bisschen. Das sind so Inquisitoren. Und Sith sind schon erbärmlich, also insofern. Diese Helme sind voll unpraktisch im Kampf für das periphere Sehen. Ja, für Sehen überhaupt. Das Sehen, die hat ja nichts gesehen da drin. Ich weiß nicht, wie die jemals irgendjemanden getroffen hat. Ich würde mich überhaupt nicht zurechtfinden mit dem Ding, weil du siehst gar nichts. Ach, guck mal. Ach, schön. Wunderbar. Kommt her, meine Freunde. Ich hab Spaß mit euch. Hui. Ihr habt übrigens eure Deckung vernachlässigt, ne? Ich wollte es euch nur gesagt haben. Also ihr könnt mir gerne mal einen abfeuern. Danke, erster. Au, ich weiß nicht, wie der getroffen hat. Ah, wegen dir Penner da hinten, ne? So, Ruhe ist. Komm her. Das macht einfach am meisten Spaß, sie so zu töten. Habt ihr das Vieh echt gekillt? Wow.
Oder ist einfach nur ein Abgrund, ist wahrscheinlich der Abgrund gesprungen. Ne, sie haben es wohl gekillt. Wow. Hey, guys. Ja, so viel zu euch. Hey, guys. Das war lustig. Na, sag mal, du lebst noch? Okay, wisst ihr was? Tschüss, ihr beiden. My goodness. Ihr seid doch was nervig. Hat's euch jetzt wirklich erledigt? Jawohl. Noch irgendwer am Leben? Nö. Guck mal, die Äxchen. Yay. Wo muss ich hin? Zum Schiff? Ja, zum Schiff natürlich. Ach Gott. Gibt's jetzt voll die krasse Scheiße an Verfolgungsjagd oder was? Komme ich irgendwie schneller dahin? Ja, darüber. Hier also, okay. Oh, ich sollte den mal öfter einsetzen, ne? Das wäre eine coole Seuche. Wo ist zerklüftet? Seid ihr auch noch? Sondern wir kommen wenigstens hier durch die Gegend. Darüber. Wir haben ja alles, also wir können ja. Wir müssen ja nicht mehr warten, ne? Wir können hier richtig Gas geben. Whee! Kleinen Viechers. Hat sie keiner gesehen? That's it. Okay, läuft. Go. Also der Kampf gegen sie war ein bisschen läppisch, da muss noch mehr kommen. Seer. I saw what happened. Between you and Trilla, what you both went through. I'm so sorry. Du hattest coolere Haare damals. I was foolish. I could never understand what you went through. She has a holocron. Denn sie hat das Holocron, nicht eins. I'm responsible for the path that Trilla is on. Glubsch. And what she does next is the ja, sie ist ein bisschen ein Frosch, das stimmt. Of my mistakes. Our mistakes are in the past. And it's all of our responsibility, and it's about what we do next that's important. You taught me that, Seer. Bibi, Sapsi. Ich meine, sie schaut ein bisschen wie ein Frosch und er sieht aus wie eine Bandage, also insofern. I know where she's taking it. There's a fortress where they take Jedi, where the Inquisitors come from. It's a place of torture. It's the place I escaped. I just never thought I'd be going back there. You won't be going alone. I'll have a friend with you. No. No. No, okay. I'll have a Jedi with me. Ja, immer noch ein Padawan, by the way. Den Ritter sind wir immer noch nicht. Oh. Neil. Vertraust du ihr? Sie ist jetzt gerade ziemlich scary auf mich. Sie würde sich einen Kopf abschneiden. Obwohl, sie ist ja eine Meisterin, ne? Sie kann den zum Ritter schlagen. Also sie kann den gehen lassen. Dingsen lassen. Aufsteigen lassen. By the will of the Force, Cal Kestis. Das schneide ich mir so den Kopf durch. So are you. You are daddy. Was? Ready, meine ich. Sorry. Gerade was völlig anderes gedacht. Die Züge im Spiel sind härter als die Schauspieler, haben die ein bisschen komisch gemacht, okay? Obwohl die Schauspielerin auch recht herausstehende Augen hat, okay?
Das verlorene Holocron. Cal und BD brachten das... Kapitel 6, okay. Brachten das Astrium zum Gewölbe und fanden das Holocron. Cal hatte daraufhin eine Vision. Trainierende Jünglinge überfallen von Truppen des Imperiums. Ein Kampf, Tod, Folter. Cal als Inquisitor. Als er erwachte, stand Triller vor ihm. Cal zog ihr Lichtschwert und wurde von einem Machtecho erfasst. Zog ihr Lichtschwert. Den nahm sie ab. Ist irgendwie schlecht geschrieben. Seer und Triller gefoltert. Trillers Gesinnungswandel. Seers Flucht. Als er zurückkehrte, waren Triller und das Holocron verschwunden. Cal lief zum Schiff zurück, um Seer alles zu erzählen. Diese nutzte die Macht und schlug Cal mit Trillers Lichtschwert zum Ritter. Da hat sie nicht die Macht für benutzt. Also, ja, um das Lichtschwert zu nehmen, aber das war nur vor Effekt. Also, strange. Und wir haben das Lichtschwert einer Inquisitorin benutzt. Das ist auch irgendwie ein bisschen dumm. Aber okay, okay. Außerdem sind wir jetzt doppelt Full Circle. Denn nicht nur haben wir den Full Circle nach Pogano gemacht, sondern wir haben jetzt auch noch den Full Circle in Seer's Story vollzogen, weil wir jetzt zurückgehen zur Festung, wo sie erst geflüchtet ist. Ist das nicht geil? So, jetzt erstmal mit Meryl reden. Too quiet. Oder wie sie heißt. A fan of nature, Grease? Only behind glass. Otherwise, nature's not a fan of me. I mean, I may have four arms, but if you haven't noticed, I'm basically bite-sized for most deadly creatures. Basically bite-sized, nice. Keep going, Cal Kestis. Meryn heißt sie nicht, Meryl. Meryl war das Pokémon. So you and Seer have been here a few times. Sie war sicher auch ein gutes Pokémon. Oh, we've been all over the place. Non-stop tour the galaxy with her. But she's paying the bills, so I can't complain, really. Better than hiding on a scrapyard for years. Oh, that I can agree with. I mean, I've seen trash heaps before. And that planet was the trashiest. I can't believe anyone would... Sorry. You're not wrong. Ja, es war ja eine Abfragwerft. Hey, keep that droid at a distance. I don't want it leaking on me or whatever. Ja, wup, wup. BD-1 ist toll. Gibt's auch nichts Neues mehr, ne? Nö. Alles fertig. Fettig, fettig, fettig. Okay, erst nochmal speichern. Leider fehlt uns noch ein halbes Level, um Maximum zu haben. Das liegt daran, weil ich am Anfang viel XP verloren habe durch blödes Rumprobieren mit dem komischen Vieh, Ogglebogle da. Komischen kleinen Ogglebogle. Der diesmal gar nicht da war, das fand ich voll traurig. War nur ein dumm Kopfgeldjäger. Seer ist nicht, ach, da bist du. Good progress. We're done. Not an easy task. Are you sure you're up to it? Habe ich eine Wahl? I'll be okay. It's better than hiding on Braca. I've been to many different planets in the galaxy searching for, well, you. Unless we stop the Empire, we'll all be gone, hidden or not. I'm ready. Good. Also werden wir wohl drauf gehen. No. Actually, he never brought. He did tell me about it. I was the only one who knew of its location. He trusted you. I suppose he did. He trusted I'd believe him and finish what he started. Hopefully he was right. BD-1 thinks so. He's one bright droid. Was in keinem einzigen Star Wars Game bisher durchkommt, oder auch Film, ist, wie groß die Galaxie eigentlich ist und wie... Wie unwahrscheinlich es ist, dass irgendjemand über diesen Planeten jemals stolpern würde, wenn er nicht weiß, wo der liegt. Das finde ich ein bisschen traurig, das kommt nicht raus. Also sie alle tun immer so, oh ja, dieser Planet und er war absolut, ne, und ich bin der Einzige, der wusste, wo dieser Planet ist. Aber ich meine, ne, wenn man sich überlegt, wie viele, oh mein Gott, wirklich, da sind überall Sternzerstörer über dem Planeten. Ist das hier nicht der, wo auf dem wir gerade sind? Ach nein, das muss die Festungswelt sein. Ja, Inquisitorenfestung infiltrieren. Ja, sind nur zwei Sternzerstörer da drauf. Pff. Machen wir jetzt hier Force Unleashed Style? Oh, was ist das denn? Wo wir die beiden einfach auf den Planeten werfen oder so? So wie bei Kamino oder sowas? Wäre natürlich echt geil, ne? Nur 0% erkundet. Es gibt kein Zeug mehr zu finden, aber erkunden kann man trotzdem noch. Ja, gehen wir hin, komm. Läuft. Wir haben alle mit allen geredet. Meryn, your tattoos, do they mean something? Yes. They are given by our mothers and symbolize our bond with the Coven. Do the Jedi have such a ritual? Yes. Building our lightsabers brings us closer to ourselves, the Force, and each other. Strange that an order of peacekeepers bond around creating weapons. I've often thought the same thing.
Im siebten Teil? Ja, aber nie verbildlicht, meine ich, Neo. Also man hat nie wirklich... Man sieht es nie. Man sieht Obi-Wan im Episode 1 oder Episode 2 die Karten untersuchen und sowas. Da sieht man, wie groß es ein bisschen ist. Aber es kommt nie wirklich rüber, finde ich. Man realisiert als Zuschauer nie oder als Spieler nie, wie viel es da wirklich draußen gibt und wie wenig überhaupt bekannt ist. Aus Sicht des Imperiums, aus Sicht der Republik, aus Sicht der Huts oder sowas. Man kennt relativ wenig Planeten eigentlich nur im Star Wars-Universum. In Empire at War kommt das ein klein bisschen rüber, aber auch nicht wirklich, finde ich. Weil da sind ganz viele Planeten einfach nicht da. Es ist nicht so wie Stellaris, das einfach die ganzen Systeme darstellt. Sondern in Star Wars sieht man ja nur die Planeten, die einen interessieren im Endeffekt. Die andere werden ja nicht dargestellt, weil warum? Die interessieren dich ja nicht. Ist ja nichts Wertvolles da, so in etwa. Aber da geht auch ein bisschen was verloren, finde ich. Man realisiert das Ganze nicht so, wie man es vielleicht sollte. Guckt es an. Guten Tag. This isn't good. Wir haben uns schon mal den vorbeigeschlichen. Kashyyyk. I can help. What are you thinking? A ritual. It will hide the ship. I hope. Da kommst du jetzt mit rum. She has a knack for this kind of stuff. Wait a minute. Now, hold on. Now, what is this going to require? A sacrifice. One of your arms will do nicely. Wait, what? Don't be so serious. Join me up front. Hast ja vier, also ich meine, einen kannst du ja wohl entbehren. Ach so, das meinst du, Neo? Ja, gut, das stimmt. Im siebten Teil? Lend me your strength. Sisters, Mother, lend me your strength. Ah, das ist schon geil, ne? Whatever she's doing, it's working. What do you think the odds are? My money's on you, kid. Ha, nice. Übrigens, selbst wenn die visuell noch sichtbar wären, sind trotzdem nur ein kleiner Fleck hinter einem schwarzen Hintergrund. Die wird man nicht sehen. Außerdem schaut keiner aus dem Fenster. And then sabotage their sensors so the Mantis can extract us. You find the holocron. Shall we stick together? I feel the pull. The lives of every child on that list are at stake. Whatever happens in there and whatever you see, don't worry about me. Just get it and get out. Close in on the fortress. It's time. Ich glaube, sie will sich opfern. Sie will ihren Fehler wieder gut machen. Ha. Huh. Guck mal, wir sind immer noch getarnt. Das ist ein ganz schön großes Feld. Die Chance, dass selbst wenn 1000 Leute gleichzeitig da aus dem Fenster gucken würden, mal angenommen, es gibt da wirklich Fenster an dem Ding, dass sie uns sehen, ist absolut mega gering. Das ist ein geiles Bild. Ist noch nicht ganz Halo-esque, aber es kommt dem nahe, finde ich. Schiffe mit Spiegeloberfläche, du meinst im Sinne von Sensorenstreuung. Stimmt. Okay, jetzt sind wir im Wasser. Das ist toll, dankeschön. Entschlossenheit einer Jedi. Cal hilft Seer dabei, mit ihrer brutalen Vergangenheit abzuschließen. Sie benutzt Trillers Lichtschwert, um Cal zum Ritter zu schlagen. Anschließend wagen sich die beiden Jedi in die unheilvollen Tiefen der Inquisitorenfestung, um das Hologramm zu bergen und ihre Aufgabe abzuschließen. Sie ist trotzdem kein Jedi, sie ist immer noch der dunklen Seite anheimgefallen. Übrigens, die Kapsel hätte sich wahrscheinlich nicht so einfach geöffnet, wie das hier dargestellt war. Wir sind ziemlich tief. Aber lass es mal 20 Meter sein. Das ist schon ganz schön der Druck, der auf dem Ding lastet. Die hätte vorher geflutet werden müssen, damit ein Druckausgleich passiert. Ansonsten wäre das Ding nicht aufgegangen. Naja, kommt drauf an. Kommt drauf an, wie sie gemacht ist. Naja, trotzdem. Der hätte erst Wasser reinlassen müssen eigentlich. Egal. Wurscht. Vielleicht irre ich mich da auch. So gut war ich in Physik jetzt auch nicht.
Gut, mal gucken. Ich hoffe, wir verpassen hier nichts. Gut, wir können nicht auf die Karte gucken im Wasser, natürlich. Das ist der Nachteil, wenn die Karte halt so gameplay-technisch verwurschtet ist. Oh, schaut aber cool aus. Guck dir es an. Nice. Verteidigungsgürtel, Inquisitorenfestung. Die ist zum Großteil unter Wasser, wirklich. Und über Lava. Ja, wissen wir wenigstens, wo die Energieversorgung herkommt. Müsste ich da links an die Schleuse oder einfach mal gerade drauf zuschwimmen? Ja, ich muss links an die Schleuse. Ich darf nämlich nicht weiter. Danke für die unsichtbare Mauer da. Einfach so reingelassen wird? Lassen die hier jeden Fisch rein? Der Bock hat sich hier umzuschauen? Hey guys. Hey guys! Watch out! He's deadly! Hihihihihi! Cal, you there? Yeah. Ihr seid so easy zu killen, Leute. I've located the holocron. Sending you the location now. Got it. We're on the move. Ja, irgendwo im Nichts. Cool, danke. Oh, sie wartet auf mich. Die Hübsche wartet auf mich. Obwohl, so hübsch war sie jetzt auch nicht. Willkommen bei Subnautica, genau. Ah! Du Drecksstück! I hate these things. Die haben so viel Hitbox dabei. Aua. Och, komm schon. Das interessiert ihn einfach nicht, wenn ich meine scheiß Macht gegen ihn einsetze, ne? Gary braucht mehr Macht, immer noch. I hate you! Stupid fool. Hat er gerade den imperialen Dings gesummt? Finde ich voll gut. Wie sie verprügelt werden, ist auch schön. Ihn wollte ich jetzt nicht killen, aber ist okay. Hey guys! Brauche ich nicht, guck mal. Ich stech die einfach ab und dann ist alles gut. Oh Gott. Schön, dass ihr nicht so viele seid. Na komm. Nächster ohne Fahrschein. Noch einer. Ah, dich hätte ich aber auch noch erwischt. Finde ich ein bisschen unfair. Hey, hallo, ich war in der Animation. Ah, jetzt kommt so ein Penner auch noch. So, den wollte ich loswerden. Die anderen sind kein Problem. Dann. Sag mal, darf ich meine Animation vielleicht fertig machen, du Penner? Das gibt's ja wohl nicht. Voll unfair, wenn die in die Animation reinhauen können, weil ich kann da ja nichts machen. Nicht wirklich schön vom Gameplay, ja? Oh, du warst da auch noch. Hallo. Ihr geht mal ein Stück weg. Oh, ich hab keine Lust. Dann stell ich euch ab. So schön. Och, guckt es an. Hey, guys. Oh, nicht so einer noch. Mit den anderen Pennern im Hintergrund. So, you're dead? Stim, please. Der letzte. Aber schau dir's an. Fight me.
Na komm. And you're dead. Easy. Na komm, ich erledige dich wie alle anderen von euch auch. Nämlich so. You gotta be kidding me, right? Mach mal einen Obi-Wan. Wie sieht's damit aus? Nicht Obi-Wan, Qui-Gon Jinn. Schweiß dich einfach da durch, Chef. Du hast ein fucking Laserschwert. Use it. Hey, guys. Ach, scheiße. Jetzt habe ich meine Chance vertan, den Instant Easy zu killen. Okay, doch nicht. Nicht dich. Ich will den anderen. Dead. So, jetzt sind wir beide am Tango tanzen. Aua. Machen wir es einfach. Interessant, dass er ihn dabei doch heilt. So. I've cleared out this area, but the Empire sealed me in. Any ideas? Cal, look for a control room. I've got a plan. Kontrollraum. Ausgewählte Flügel der Festung bieten maximale Sicherheit und Stabilität unter extrem Tiefseebedingungen. Ein komplexes System von Trennwänden ermöglicht die Flutung ganzer Flügel oder spezifischer Sektoren, um auf Luftversuche hochrangiger Gefangener reagieren zu können. Die strukturell verstärkten Schilde widerstehen sowohl externen Angriffen als auch den Druckverhältnis beliebiger Tiefe. Beliebiger Tiefe. 11.000 Kilometer unter der Oberfläche. Kein Problem. This needs power. Ja, dann... Hallo, wir haben doch hier unseren Robo. Hast du nicht überladen? Ach so. Da ist die Power. Ich weiß, dass das Ding vorher hier hinten war. Apparently not anymore. Wer hat das Ding hier rüber geschoben? Genau, einmal so. Nochmal so. Passt. Danke. Wer war das? Das war doch vor hier hinten. Whoa, see that, BD? Damn. Well, that did something. Let's check it out. Okay. Moin. And swim to the central keep. It's a hell of a plan. We'll meet up inside. Good luck. Got it. Let's go. Euch beiden hat's erwischt, sehr gut. That section looks pretty weak. Nee, irgendwie anders. Ach da. Ready for swim, BD? Hang on. Wie bescheuert. Warum haben sie dann diese Stelle hier so designt, dass hier diese komischen Röhre hängen? Damit ich sie flute? Hätte ich auch so machen können. Strange. Wenn mich erstmal reinlegen und so tun, als würde man da drüber müssen. Ganz komisch. Aber ja, Subnautica Edition heute, Star Wars. Kennt man. Hat man gern. Kerl. Ach so, ich muss rausschwimmen. Ja, das hättest du mir auch gleich sagen können, du Doofi. Und die Schwimmmechanik ist so doof. Ist so langsam. Ich meine, es ist realistisch, aber... Es ist dennoch doof. Irgendwie haben sich die Entwickler gedacht, oh, ein Star Wars Spiel, in dem man schwimmen kann. Das müssen wir jetzt 10.000 Mal machen. Komisch. Nicht, dass es vorher im Game so viel wirkliche Relevanz gehabt hatte, außer dass man da sammeln konnte und Zeug. Oh, guck mal, wie süß. Tja, ihr hättet wohl mal schwimmen lernen sollen, ihr Affen, hä? Ihr dreckigen Penners.
Überschwemmter Sektor. Die Analyse dieser Rohre lässt vermuten, dass sie durch den aufgebauten Druck einer geöffneten Luftschleuse zerborsten sind. Dies war nur möglich, wenn das Schildsystem beschädigt und deshalb nicht in der Lage war, die Festung vor dem hydrostatischen Druck zu schützen. Laut der Daten könnte die Festung geflutet werden, wenn die Luftschleusen geöffnet werden, während das Schildsystem deaktiviert ist. Ja, schön, dann ist das wohl unsere Aufgabe, hä? Gleich alle Inquisitoren gleichzeitig ausschalten. Übrigens auch meine Idee gewesen, um diese idiotische Zukunft von wegen, alle werden gefoltert und werden zu Inquisitoren, zu verhindern. Also von daher, ich würde sagen, Zukunft ist schon abgewendet, wenn wir das hier erledigt haben. Imperium kann uns nichts mehr ohne Inquisitoren. Naja gut, Vader und so, aber Vader. Schade, ich würde den Astromech gerne in irgendwas reinwerfen. Du bist ein Verräter, Astromech. Du bist nicht R2. R2 ist cool. Immer noch nicht genug Fähigkeiten. Ich brauche noch ein kleines bisschen mehr XP. Kleines bisschen. Dann haben wir endlich alles voll. Besseren Lichtschwertwurf. Gott, ist der. So. Schade, ich dachte, ich kriege ihn außerhalb des Schildes. Dass er gerade sein Schild wegzieht und dann eine verpasst bekommt von meinem Strahl. Oder von seinem. Also ein Iron Man bist du auch nicht, Chef. Family not necessary, though. Hätte man natürlich auf die coole Weise machen können und sie dann abstechen, aber... It's like the dojo at the Jedi Temple. Aha. Wrong. Corrupted. Sag mir nicht, dass ich die jetzt kille damit. Yup, corrupted like crazy. Okay, jetzt habe ich eine Möglichkeit, sie zu entsorgen. I like it. Stört euch nicht? Willst du was scannen? Wo willst du hin, BD? Da! Ich wollte erstmal gucken, ob hier oben noch irgendwas ist. Ne, leider nicht. Okay. Haben wir hier irgendwas? Wir haben gar nichts. Nichts zu finden, nur zu erkunden. Okay, dann muss ich mich auch nicht großartig umschauen, dann kann ich einfach schnetzeln. Schnetzeltime, Schnetzeltime. Hallo? Erst sich wehren und dann so tun, als wolltest du es die ganze Zeit, oder was? Erster weg. Es ist so dreckig mit den Typen, ne? Hahaha, I am. Na. Oh, komm schon, du Assi. Na komm. Ich will ein bisschen Macht tanken. Drecksack. Hey, pass. Was, du willst noch was scannen? Imperiales Dojo, der Trainingsraum der Inquisition, in dem Inquisitoren und Auslöschungstruppler an ihren tödlichen Fähigkeiten feilen. Mittels einer gnadenlosen Indoktrination von Kampf und Stärke bereiten sich die dunklen Agenten des Imperiums auf ihre eingeschworene Mission vor. Die auf Furcht basierende und missbräuchliche Natur dieses Trainings ist das genaue Gegenteil der Ausbildung im Jedi Temple of Coruscant. Wupp, wupp. Ach so. Dich muss ich abstechen, du bist ein Assi. Au. Ihr seid weg. Ich hatte zwar geblockt, aber ist okay, Chef. So nehme ich. Na komm. Dauert mir zu lange mit dir. Komm her. So. Noch mehr? Hä? This one's mine!
Okay, noch einer? Wow! Was zur Hölle war das? Was zur Hölle war das? Oh Gott, no. Ach, nicht du. Du bist ein absoluter Drecksack, ey. Und asozial auch noch. Den muss ich zuerst loswerden, definitiv. Sag mal, wieso wechselst du Scheiße denn bitte mal jetzt den Typen? Dahin. So. My goodness. Warum hat das blöde Zielsystem auf einmal den Penner gewechselt? Das gibt's ja wohl nicht. Geht mir tierisch auf den Frack. Ja, toll. Jetzt darf ich nicht mehr, oder was? Geil. Idioten. Na. Es ist einfach nicht möglich. Schaut's euch an. Die staggern mich einfach tot. Dich will ich zuerst loswerden. Du bist der Gefährliche, finde ich. Ich hasse es, ne? Du greifst an und die kriegen immer einen eigenen extra Schlag. Einfach so, einfach für nichts. Dead. So. Na komm. Kleine Schweinebären. So, endlich. Das wurde doch Zeit. Alles gut, Leute, alles gut. Kriegen wir hin. Wir haben mehr XP, als wir eigentlich sammeln dürfen. Ist das nicht schön? Jetzt kriegen wir endlich die letzte Fähigkeit. Und haben endlich mal einen Lichtschwertwurf, der sich auch so nennen darf. Und nicht so ein Pinselwurf. Der war ja mehr ein Witz, ne? Mehr XP, als wir haben dürfen. Schön. Okay. Yay, alle Fähigkeiten. Yay, mach auf. Gar nicht einfach hier in dem Dojo, ne? Die vielen Wellen. Das waren ganz schön viele hintereinander. Ich bin froh, dass wir die in den Abgrund stoßen durften, so wie ihn jetzt. Nicht, dass da wirklich ein Abgrund wäre. Oh Gott, sieht das da oben aus. Leute, würdet ihr mal feuern? Sag mal, wieso schaltest du auf den Idioten um? Ignorier ihn. Bis ich dir sage, ich will den Penner anvisieren, sollst du gar nichts machen, Game. Ich kann eh nicht kämpfen, solange die hier auf mich ballern. Ich weiß, dass das Game mir nur gut will und mich nicht mit runtergelassenen Hosen da stehen lassen will. Boah, Game, ey. Witz. So, noch einer. Gleich sind sie alle weg. So, wieder einer weniger. Ich bin Coward. Du stehst hier mit 4000 Soldaten in deinem Rücken, die mir alle gleichzeitig eine verpassen wollen. Ich bin Coward, ey. Das gehört, Leute. Ich bin Coward. Ich bin zwar ausgewichen, aber ist okay, Game. That's the last of them. Cal, I'm near your position. Behind a blast door. Witzfigur. Also übertreib es schon mit den Gegnerzahlen. Ne? Hätte ich gegen den im Nahkampf gekämpft, niemals wäre ich auch nur zu einem Schlag gekommen. Ich hätte permanent irgendeinen in die Fresse bekommen. Richtig abartig, das Game manchmal. Also das war wirklich mehr als abartig. Okay, ich muss in die Richtung. Jawohl. Aber wir kriegen es hin. Irgendwie schaffen wir das Game noch durch. Okay, dann eben nicht. Wahrscheinlich oben rum, hä?
Found it. Ja, nu? Oh. Really? Ich meine, Meisterin ist sie schon, aber wieso verwendet sie eine normale Pfandfeuerwaffe? That was impressive. How you holding up? Don't worry about me. We have a job to do. Still. Impressive. It feels good to tear this place apart. This ja, das ist das Problem. I only wish there was someone left to save. I'm sorry we had to come back here. So am I. Triller ist hier. We didn't really have a choice, did we? I understand. Let's keep moving. Yes. Du könntest Triller retten. Any sign of Triller? No, not yet. The holocron is being kept in the interrogation chamber. It's the most secure place in this entire fortress. I'm opening the path to the holocron. Was eigentlich idiotisch ist. I'll divert reinforcements and join you as soon as I can. Warum sind die Zellen nicht das most secure place? Es macht keinen Sinn, Leute. Es macht keinen Sinn. Kam ich hierher oder was? Hm. Wahrscheinlich. Ja, anscheinend kam ich hierher. Gehen wir auf die andere Seite. Ist okay, cool. Passt schon, passt schon. Seid ihr noch da, Leute? Alle noch fit? Habt ihr euch hier besser geschlagen, Neo, Carter? Du willst irgendwas scannen, ne? Wolltest du nicht irgendwas scannen? Er hat so getan, als würde er irgendwas scannen wollen. Was will er scannen? Er will nichts scannen, okay. Sapsi ist noch da, das ist schön. Melly dann auch. Wunderbar. Festungszitadelle. Hm. War eigentlich gerade noch eine Brücke? Sieht aber schon geil aus, ne? Ist aber auch extrem unpraktisch, die einfahrbare Brücke. Also so für den täglichen Gebrauch. Finde ich sehr, sehr unpraktisch. Wir sind nahe. BD1? Danke für mein Freund. Ja. Danke, dass du unser Freund bist. Sicherheitssysteme. Sicherheitssysteme innerhalb der Festung bilden ein komplexes Netzwerk von Brücken, Flügeln, Toren und Portalen. Mittels einer mehrstufigen Ausfallsicherung kontrolliert das Imperium jeden Winkel der Anlage und kann auf jeden Sicherheitsverstoß umgehend reagieren. Bei Bedarf kann die gesamte Festung zerstört oder überflutet werden, um die Flucht von Gefangenen zu verhindern, die ihr nicht habt. Ihr habt keine Gefangenen, ihr seid Narren. Lasst bloß die Brücken an, damit wir wieder kommen. Unfug ist auch noch da. Hallo Unfug und hallo Killerbyte. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr reinschaut. So. Du möchtest mehr scannen? Dann scann noch ein bisschen. Die zentrale Verhörkammer der Festung ist eine Folterkammer, in der gefangene Jedi und Machtnutzer mittels einer schrecklichen Prozedur zu Inquisitoren gemacht werden. Auf direkten Befehl von Imperator Palpatine dient diese Einrichtung der gezielten psychischen und physischen Willensbrechung von Gefangenen, um diese zu zwingen, der bösen Indoktrination der Inquisition nachzugeben. Klingt nach der Spanischen, by the way. Dies ist der Ort, an dem Jedi sterben und Inquisitoren geboren werden. Ja, als ob die nicht auch wieder zurückgebracht werden könnte. Komm schon. Kann ich die Dinger irgendwie manipulieren, damit die mir gleich nicht den Hintern wegbrutzeln? Das wäre voll toll, weil ich habe das Gefühl, die werden mir gleich den Hintern wegbrutzeln. Nicht mehr oder weniger? Neo ist nicht mehr oder weniger da, okay. Interesting. Let's see what's behind here. 80% erkundet erst, okay. Ja, die will uns jetzt da foltern. Merkst du das nicht, Chef? Warum taucht die Olle wohl nicht auf? Komisch, dass es hier so halb offen ist. So sah es in der Vision aber nicht aus. Wo hat sie jetzt wieder ihr Schwert her oder hat sie ein neues gebastelt?
Oh, ich wollte sie runterschmeißen. Das wäre so schön gewesen. I'm going to enjoy ending. Oh, hör auf mich zu blockieren. Immerhin trifft sie nicht ordentlich. Sonst wäre ich schon lang tot. Sieht aber cool aus. Muss man ja sagen. Ah, komm schon, hätte ich noch ein paar nachsetzen können. Dammit. Ich hatte nicht gesehen, dass sie ihre Deckung vernachlässigt. Oh Gott, no. Na, hättest du nicht eine Sekunde warten können, du blöde Kuh? Trillos. Easy Troller. I saw what you've been through. You've experienced great suffering. It's not too late to let it go. Let go? I'm stronger now because of the pain. Bullshit. I knew you'd come back for this. No, thank you. Wo versteckst du das, Troller? You'll never make it out of this place alive. Wow. Kann ich auch. Die! Yes! Was ist das denn? Das ist ja voll unfair, Troller, ne? Insta-Kill einfach. Au, das war dumm. Das hätte ich abwehren müssen. Au, voll unfair, die Alte. Nix da, diesmal nicht, Troller. Sag mal. Ey, du bist so eine dumme Pfut, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, und dann blendet sie einen immer und man kann nichts gegen tun. Guck dir das an, wie die Olle abgeht. Auf einmal, weißt du? Jo, und jetzt bin ich tot. Das ist voll unfair, du kannst nichts machen. Das ist ja voll dumm. Irgendwie wirkt sie anders? Wieso wirkt sie anders? Genauso wie immer. Ja, das war voll unfair. Ganz ehrlich, dieses blöde Grappen und dann Insta-Kill ist wirklich ein bisschen dreckig. Das hätte nicht sein müssen. Sowas mag ich nicht. Ach ja, und jetzt den Kampf wieder von vorne, weil es so lustig ist. Hey, Biatch. Haha. Ich hack dich um. Ja, klar, krieg einfach einen Free Hit. You'll pay dearly for that. Guck mal, wie sie. Ich hau sie und während sie blockt, haut sie zu. Das geht doch auf keine Kuh aus, so ein Scheiß. Predictable. Das ist unfair. Ich habe keine Sachen, die ein Instant-Hit sind mit Ultra-Damage. Blöde Kuh, ey. Mal ganz ehrlich. Ich habe so nicht mal halb tot und sie hat mich schon ultra viel gekostet. I hate you, Biatch. Guck mal, wie sie da rumfliegt. Das ist ja wie ein Dark Souls. Mal ganz ehrlich. Och, ich hasse dich. Hätte ich wenigstens ein bisschen Verbündete bekommen können und dann sowas? Und ja, guck mal, kommt direkt hinterher. And I'm dead. Was ist das? Weißt du, sie haut mich, macht mir Ultraschaden, ist instant bei mir, haut noch fünfmal zu und ich kann in dem Moment nicht mal mehr einen Knopf drücken, weil er nicht reagiert.
Das ist kein Gameplay, Leute. Das ist Bullshit. Können wir es auch zu einem Video machen, wo ich einfach verschwartet werde für 2 Stunden. Das ist so beknackt. Was soll denn das? Ja, komm her, du blöde Kuh. Jetzt mache ich dich fertig. Jetzt kenne ich deine Scheißtricks. Volles Stück. I hate this. Deinem scheiß roten Müll. Lass den mal stecken. Kämpf mal fair. Aua, da hätte ich blocken müssen. Das war dumm von mir. Kannst du nicht abwehren, hä? Nein, 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 beim Roten weg. Ey, die ist so dämlich. BD, stimm. Hör auf mit deinem scheiß Schwert, bleib einfach mal stehen. Och, ich wollte doch nur den blöden Druiden für mich haben. Na, hätte ich wenigstens mal einen Freund, der dich ein bisschen nervt. Sie ist nicht schwer, sie ist einfach nur dumm. Sie macht einfach 10 Milliarden Angriffe, gegen die du nichts tun kannst. Hintereinander. So zum Beispiel schon wieder. So, du blödes Miststück. Jetzt hack ich dich erstmal um. Alter, ist das ein Scheißkampf. Können sie nicht noch 5000 Angriffe machen? Guck mal, 5000 Mal in... Ja, und dann den ich nicht blocken konnte. Ich kam nämlich nicht weg. Ich habe Ausweichen gedrückt und ich bin tot. Was soll das? Die hat mich gerade einfach tot gestaggert. Ich konnte nichts tun. Und das kann nicht sein, meine ich. Dark Souls Niveau Bullshit. Das ist blöd. Der Kampf ist nicht so schwer. Ich muss nur aufpassen, dass ich bei dem roten Bullshit ausweiche, den sie dann aber alle 3-4 Millisekunden schon wieder macht. Das ist nicht schön. Da, friss. Blöde Kuh, wenigstens hilft das gegen dich ein bisschen. Flieg. Guck mal, wie sie nicht mal gestaggert wird. Guck mal, wie... Ich hau sie und sie macht mir Damage. Ah, ich hasse es. Ich muss halt auf alles die perfekte Reaktion haben, sonst hast du keine Chance. Werden wir früher oder später hinbekommen? Ja, guck dir das an, es macht die Tanzübung. Ich glaube, sag... Hör auf zu tanzen, du dämliche Kuh. Ich bin ausgewichen, Game. Oh, bist du eine dreckige, blöde Kuh, ey. Mal ganz ehrlich. Man darf sie nicht machen lassen. Sobald sie was machen darf... Ja, dann kommt nämlich so eine Kacke bei raus und dann verliert man 80% seiner Lebensenergie in einem Move. Das geht nicht. Ja, wie seht doch mal den da oben, Mann? Okay, immerhin habe ich jetzt einen Freund. Ihr kriegt keinen Damage, wenn ich das Ding abwehre, ne? Du blöde Kuh, das war mein Freund. Jetzt hatte ich endlich mal einen Freund, ne? Und dann machst du den auf instant kaputt. Nicht schnell genug. Ach ja, wie sie einfach wieder resettet. Guckt es an, ihr Blockmeter resettet. Guten Tag. Nein, nein, nein. Ja, er kriegt ein bisschen Damage dabei. Guck mal, die bricht einfach so meinen Block, die Olle. Stirb jetzt. Stirb jetzt, ich hack dir den Kopf ab, du olle Kuh. Und dann schmeiß ich in die Lava und lache. Nee, diesmal nicht deinen blöden Bodenangriff, kack. Ander mal wieder. Nein, 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 nicht grabben. Au, im Backhand Swing. Was ist das denn?
Ja, mach einfach wieder rote Scheiße, die ich nicht blocken kann, du unfaire Kuh. Das ist so unfair, diese roten blöden Angriffe könntest du dich echt sparen. Ja, und dann auch noch ausweichen können, ne? Du Stück, ey. Du Stück Blutwurst. I hate this game. Ah, und da kann ich nur wegspringen, ansonsten keine Chance. Diesmal ging's. Ja, ganz vergessen, Troller. Und ich darf auch keinen Doppelsprung machen, by the way, ne? Diesmal habe ich sie am Arsch. Diesmal kriegt sie mich nicht. Ich hack dir die Beine ab. Bitte hack ihr die Beine ab, sie hat so verdient. Oh, regt die mich auf. Geschafft. Yay. Kill her. Kill her. Ja, töte sie. Kill her. Well deserved. Dem ich Kuh. Nothing is ever truly over. This fight is over. I know. Dankeschön, Herr Dienchen. That is eating you up inside, and every day we choose to either feed it or fight it. It's too late, sir. No, it's not. I know the choices that I made took all your choices away, and I have failed you, Trilla. Jetzt stirbt sie. I failed you. But I am so very sorry. Also der Key war übrigens ausweichen. So oft es nur gegen ausweichen. I've carried so much hate for you. Selbst wenn es nicht notwendig war, das verwirrt die AI. Oh, Vader? Jetzt platzt der Kopf. Natürlich muss Vader auch noch auftauchen, weißt du? Most shitty character. Spielen wir jetzt das Pronoun Game. Goodbye, Triller. Hast du eh verdient. You have failed me, Inquisitor. Avengers! Run! No! Wow. Jedi Master. Be wise to surrender. Vader ist overhyped. Ist ähnlich wie Vin Diesel. Ist genauso ein Lackaffe. Probably. Ach ja, jetzt mach ich noch Vader-Kampf. Ja, guten Moin. Vader kann nix. Submit. No. Was muss ich? Er ist? Was musste ich? I don't see what I have to do. Komm, Vader kann nix. Vader ist ein Lackaffe. Absolut overhypter Lackaffe. Auch hier hat er nur Plot-Armor, wie immer. Weil er ja überleben muss. Ich würde am liebsten jetzt schon die Glatze rasieren. Ach, das da muss ich holen. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Ja, leider. Ja, Vader hat ein bisschen mehr Kontrolle über die Macht als du, Kerl. We gotta run. Look out. Okay. Dann renn mal, Kerl. Wird sicher funktionieren, Chef. Ja, Vader, du bist zu langsam. Ich kann schneller rennen als deine beschissene Macht. Ich habe keine Macht mehr, wirklich? Wow. Und nu, Vader? Hä? Kommst du noch? Alter Mann? Liegt daran, dass du dich nicht bewegen kannst. Bin ich jetzt wirklich der Einzige, der wieder rauskommt? Wow.
Let's get out of here. Ja, und BD-1. Als ob Vader jemals dahin kommen würde. Der Typ kann sich alle 5 Minuten 2 Meter weit bewegen. Der schläft schon beim Gehen ein, der Kerl. So alt ist der. Darth Vader. Overhypedeste Figur in Star Wars, meiner Meinung nach. Nur wenige überleben eine Begegnung mit dem mächtigsten Sith der Galaxis. Ja, außer dass Luke ihn in dem unspektakulärsten Kampf ever zerbickst. Flucht ist die einzige Chance zu überleben. Darth Vader, der dunkle Lord der Sith, ist eine mysteriöse Gestalt innerhalb des Imperiums. Begegnungen mit diesem maschinenartigen Mann sind selten, meist aber tödlich. Ausgebildet in der dunklen Seite der Macht befähigt Vader den Inquisitor. Und ich find's ein bisschen blöd, dass der hier auftauchen muss. Der muss überall auftauchen, in jedem Star Wars Game. Ich hätte es auch ohne den getan. Und ich find's ein bisschen schade, dass er es hier einfach in die Lava geschmissen hat und that's it. I think we lost him. Ich meine, wir haben nicht gesehen, dass sie stirbt. Das heißt, sie ist nicht tot, aber trotzdem. I'll make it. See her. Weißt du, wo Vader nicht mit kann? Mit Wasser. Wie wär's, wenn du einfach mal das ganze Ding hier flutest? Dann ist Ende, Kerl. Das ist eine gute Idee. Mach's. Do it. Do it now. Flute die Scheiße. Kid, you read me? They're not responding. They will. I am certain of it. Grease, I'm here. Heading towards the surface. Be ready. I have the holocron, but... See her. She didn't make it, Grease. See her? Just get out of there, Cal. Keep moving, Cal. I'm sorry. Das Doofe an Vader in den Games ist einfach, dass man den aufgrund der Story niemals besiegen kann. Ja, sag ich ja, der Plot-Armor hat immer Plot-Armor. Es ist so lame. Wenn der auftaucht, weiß man eigentlich schon, dass man wohl gleich sterben wird. Ja, oder halt nichts machen kann. Natürlich steht er jetzt da, weil er auch noch Teleportationspower hat. Er ist ein Geist, der jedem, der zu lange scheißt, in die Klöten beißt. Ups. Ey, der war gut. Hab ich jetzt BD-1 verloren? Surrender the holocron. I'll never give it to you. We shall see. Oh, really? BD-1 lebt noch. Yay! Ich dachte mir, dass sie noch da ist. I won't let you take those children. Such hatred. You would have made an excellent Inquisitor. She's stronger than that. Nein, ist sie nicht. Das war mir so klar. No, no! Yes, do it! Yes. Strong with the dark side. Crush him. I can feel it inside of her. Kerl kann ich dann abmetzeln. Das ist alles gut. Hey, listen to me. Still have a choice. Kerl? Okay. Ja, das war die einzige richtige Entscheidung. Ertränk den Penner. Ersäuf ihn. Der besteht zu 90% nur noch aus Metall. Der kann nichts mehr im Wasser. Jetzt kann er sehen, wie er sich mit seiner beschissenen Macht da rauswieselt, der kleine dreckige. Das kleine Wiesel. Ach, guck mal. Er sieht aber größer aus als vor. Ach, es ist sie. Ich wollte schon sagen, das wäre Grease. Das sah aus, als hätte die Person 4 Arme. Ich dachte, es wäre Grease. Das wäre viel lustiger, wenn es Grease gewesen wäre. Hey, Cal. Cal. See her. She's alright. She's alright. You too. You did it. Yay! Was haben wir geschafft? We did it. We did. Oh, careful. Where are they? Well, they're out there. Whoa, hold on! Wait a minute! Wir sind da draußen. Sorry. That was you in the water, wasn't it?
I'm glad you're okay. This one wouldn't leave your side. No. Thank you. Yay, alle haben's überstanden. Auch BD1. Now what? Well, Captain, this is the end of my charter. Your contract has been fulfilled. Thank you, Grease. Okay. Well, if it's all the same to you, I was thinking that maybe I would stick around here and take you wherever you gotta go. Besides, the kid kinda looks up to me. What about that? Ich mag Grease. We use it. To rebuild the Jedi Order. Und es ist leer. The next generation of Jedi. The Empire will be after them. Just like they're after us. The lives of every child on that list will be forever changed. Not by us. Their destiny should be trusted to the Force. Stupid! Immerhin hat man sie vom Imperium geschützt, aber trotzdem. So where to now? Bling, bling, bling! Wieder ein Achievement. Yay! Das war das Spiel. Wuhu! Ich fand das Spiel gut. Ich finde, die Mechanik hätte ein bisschen knackiger sein müssen, ein bisschen flüssiger laufen. Aber sonst war es ein tolles Spiel. Das hat mich sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wäre. Und auch noch so nah an... Ja, ich hatte fast noch gehofft, dass es noch ein bisschen näher an dem zweiten Teil von The Force Unleashed gewesen wäre. Ja. Und dass Vader drin vorkommt, war wieder mal so... Er kommt überall drin vor. In jedem Star Wars Game muss er da sein und er ist halt immer too big for his britches. Er ist einfach immer der Übermächtige und der alles überlebt und bäh. Und dabei ist er einfach nur eine arme Wurst. Vader war von Anfang an und ist und wird immer bleiben eine arme Wurst und nichts anderes. Und kann eigentlich gar nicht so viel, wie immer zugeschrieben wird. Aber ja, er ist halt leider da. Und es ist halt, ich find's halt sehr frustrierend, wenn da jemand ist, wo du direkt weißt, so, ja, ich kann eh nicht besiegen, also was mache ich hier? Und das ist leider immer Vader. Vader oder der Imperator selbst. Den kann ja auch niemand besiegen, der ist ja auch Gott. Ich verstehe, dass es einen starken Gegenspieler geben muss, aber einen unbesiegbaren Gegenspieler ist einfach unsinnig. Aber naja. Und deswegen mag ich es nicht, wenn Vader drin auftaucht. Das wollte ich nur noch kurz dazu sagen. Ansonsten, ich fand's cool, die Exploration von dem Planeten hat mir ganz ehrlich der erste am besten gefallen. Er war schön offen, man hat ihn gut überblicken und überschauen können. Kashyyyk war wieder mal der übliche Dschungel. Alles grün und braun und man sieht nicht viel. Und es ist sehr verworren und groß. Ist also nicht so mein Favorite, war trotzdem cool. Und vor allem die Inszenierung war mega geil, dass man das erste Mal auf Kashyyyk kam mit den AT-ATs. War einfach nur mega geil. Das war schon fast ein Kindheitstraum von mir, so eine Szene. Die war super. Was noch? Dathomir war ganz nett, ein bisschen sehr rot alles gehalten, aber das hatte ja auch seinen Grund. Interessanterweise in Empire at War ist das komplette System rot, sogar das All, ganz strange. Zumindest in der Mod, die ich jetzt letztens gesehen habe. In der Remake-Mod. Was noch? Kashyyyk war besonders, Dathomir war auch ein bisschen besonders. Was war der andere noch? Der Eisplanet, der war super cool, da wo die, wo man sein Lichtschwertkristall hergeholt hat, das fand ich cool. Der war auch nicht zu groß, nicht zu verworren, der war halt auch ein bisschen geschlossener, weil es alles in diesen Eishöhlen war, aber das hatte was. Das war ein schöner Kontrast zu allem anderen davor. Und ich fand's cool, dass der dran kam. Die Festung jetzt, ja, das war halt mehr so ein Durchrennplot-Ding.
Mit richtig fiesen Kämpfen, wow. Also sie haben nochmal richtig gefordert, was Schönes, aber was auch richtig, richtig gemein war. Also 5-6 Wellen hintereinander ohne einen Savepoint, puh. Bin ich froh, dass ich das auf Anhieb geschafft habe. Die Kämpfe waren cool. Ich fand es ein bisschen unfair, dass die alle immer die roten, unblockbaren Attacken gespammt haben, wie blöd. Ich finde, die sollten die gar nicht haben, meiner Meinung nach. Man sollte alles blocken können vom Gegner, genauso wie der von dir eh alles blockt. Alles blocken die, das ist so blöd. In solchen Spielen, das weiß ich nicht, finde ich sehr strange, finde ich sehr doof. Was noch? Ich habe einen Planeten vergessen, oder? Was war denn noch für ein Planet da? Leute. Irgendein Planet habe ich vergessen. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Dass man schwimmen konnte, war cool mit Tauchen und so und dann die ganzen Sachen sammeln. Lustig. Die Sachen waren blöd, weil es waren nur Decals und irgendwelche Texturgedönse und so. Nee. Der Baum mit dem Vogel, das war Kashyyyk. Der Baum selbst war cool. Ja, und das auch die Szene mit dem Vogel war natürlich wunderschön. Also Kashyyyk hatte die besten Szenen, fand ich. Da hatte Darth von mir gar nichts gegen. Es war zwar cool mit dem, dass man seinem alten Jedi-Meister praktisch begegnet ist und sich ihm gestellt hat, sich der Vergangenheit gestellt hat und so, das war auch schön gemacht. Aber es war natürlich nicht so cineastisch. Also Kashyyyk war definitiv die cineastischste Stelle. Ich habe noch irgendeinen Planeten vergessen. Es waren 5. Man war diesmal nicht auf Tatooine. Auch mal was Neues, weil Desert und so, das ist so das Typische, auch in den meisten Star Wars Games dieser Art. Obwohl, bei Force Unleashed waren wir auch hier auf Kamino und auf irgendwelchen I don't know what Planeten. Die ich so nicht kannte. Aber wenn ich so an die alten PS1-Games denke, ne, die waren auch ziemlich cool, die haben richtig Spaß gemacht. Das waren auch so Schnetzel-Games wie Force Unleashed. Und da war man immer auf Tatooine eigentlich. Immer. Wahrscheinlich, weil es so an die Filme angelehnt war und auf Naboo und sowas. Ja, aber alles in allem fand ich es ein tolles Spiel. Und es war gar nicht mal so kurz. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Heute haben wir 3 Parts gemacht, 3 Stunden. Davor müssten wir ungefähr bei Paaren 20 gewesen sein oder so. Also ich meine, 20 Parts, ja, für ein Vollpreisspiel, aber ich finde, es hatte eine gute Länge. Es hat genau gepasst für mich. Mit den Boggling, nee, Bogano, das war der Planet, den ich meinte. Das war mein Lieblingsplanet. Trotz, dass Kashyyyk so cool inszeniert war, der Rest hat mich ein bisschen sehr gestresst, weil man sieht halt nichts. Das ist halt alles braun und grün. Ich mag Dschungelsachen nicht. Ever. Es ist einfach, es ist mir zu undurchsichtig und unübersichtlich und immer das Gleiche. Da gibt's halt wenig Variation. Das ist halt ein Dschungel. Das ist Baum an Baum an Baum mit Lianen und irgendwelchen Schlammpfützen. Und das war's. Es ist halt so. Es geht halt nicht anders. Aber das war noch nie mein Favorite-Terrain. Da finde ich halt lieber diese coolen Kluften von Bogano halt. Die fand ich super. Und dass man sich dann darin versucht hat, zurechtzufinden und sowas. Und mit dieser Sepho-Linie und dem Cordova. Ich hätte gern rausgefunden, was mit Cordova wirklich passiert ist. Ist er von Klonkriegern umgebracht worden? Weil er hat sich ja aus dem Krieg rausgehalten und war gar nicht mit denen da am Schaffen. Hat man da... Ich kann mich nicht erinnern, dass man erfahren hat, was mit Cordova passiert ist. Das hätte ich nämlich gerne. Dass man ihn vielleicht findet in dem ersten Tempel oder sowas. Wenn man dort zum zweiten Mal hingeht, als sich diese Dings öffnet oder so, dass er da verendet ist oder sowas. I don't know, aber dass man irgendwie noch rausfindet, was genau jetzt mit dem passiert ist, weil ich fand ihn super. Die Darsteller waren klasse, die Schauspieler. Bratak war dabei, also das ist nur, kann nur ein Plus sein. Cordova war der Schauspieler von Bratak, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich konnte mir den Namen von ihm noch nie merken. Gesundheit, Schatz. Ich weiß gar nicht, was man noch zu sagen kann. Ich fand's toll, ich fand's cool gemacht. Die Fähigkeiten, es gab eine Menge. Sie waren alle im Spiel schaffbar. Wir haben es knapp geschafft am Ende. Ich habe auch einiges an XP verloren, aber trotzdem. Also sie waren alle freischaltbar. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Ich mag es nicht, wenn man Fähigkeiten nicht freischalten kann in solchen Spielen. Weil habe ich immer das Gefühl, mir entgeht was und ich muss es 5-mal spielen, habe aber nicht die Zeit dazu. Die Fähigkeiten waren aber ein bisschen läppisch. Ich fand sie nicht wirklich nützlich. Der normale Schlag ist praktisch das A und O. Das einzig Coole war, dass man viele, viele Trooper und Gegner ausschalten konnte, indem man sie über die Klippe wirft, beziehungsweise ranzieht und mit dem Schwert durchbohrt. Finde ich ein bisschen komisch, dass das nicht mit allen Gegnern ging, wie zum Beispiel diesen auf Bogano, diesen langen Viechern, die man ranziehen konnte und dann hingen sie in der Luft. Vor allem hätte man genauso mit dem Schwert einfach durchbohren können und fertig.
Aber da gab es keine Animation für oder sowas, so ein Instant Kill. Aber ich fand es schön, dass es bei den anderen ging. Es hat dabei ermöglicht, dass man auch mal ein oder zwei Trooper einfach so ausschaltet, ohne dass man sich groß mit denen beschäftigen muss. Auch stärkere Trooper, und das fand ich gut. Weil es sind halt Lackaffen, also genauso wie Vader sind die Trooper eigentlich totale Rotze und sollten nicht gegen den Jedi länger durchhalten als 4,5 Millisekunden. Im Regelfall, außer die speziell ausgebildeten Penner, die selbst zuschlagen konnten, wenn ich ihnen gerade das Schwert ins Gesicht drücke oder durch den Kopf ziehe, weißt du, dann schlagen die mich trotzdem noch 25 Mal. Was ich ein bisschen übertrieben fand, also ich find's nicht gut, wenn mich ein Gegner verletzen kann, während ich gerade zuschlage und er abwehrt. Während er in der Abwehr ist, konnten die mir noch eine verpassen und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Dann war mein Schlag anscheinend nicht gut, weil ich habe nicht genug Druck ausgeübt, dass er wirklich abwehren musste, weil er konnte mich ja easy parieren und dann dabei gleichzeitig mich noch hauen. Das ist irgendwie ein bisschen Quatsch. Das heißt, unser Napp würde noch schlechter kämpfen als sowieso schon. Und der hat sich sowieso bewegt wie, I don't know. Ich fand seinen Kampfstil sehr amateurhaft gegenüber anderen Jedi. Jetzt sind wir nicht so. Tony Amendola, wirklich? Heißt er so? Danke, Neo. Cool. Okay. Noch nie wirklich gemerkt mir, wie der heißt. Aber ich mag ihn, er ist cool. Und seine Stimme mag ich auch, die ist auch super. Super angenehm. Also auf jeden Fall cool, coole Besetzung. Aber das hätte man bei EA auch anders erwartet. Zumindest das kriegen sie ja hin, dass sie ordentliche Inszenierungen und Besetzungen draus machen. Dafür ist ja auch teuer genug der Spaß. Viele andere Sachen kriegen sie dafür nicht wirklich hin, aber das ist eine andere Geschichte. Muss man sich nur mal Call of Duty oder so einen Blödsinn angucken, den sie immer wieder kopieren. Ja, also von meiner Seite aus super geiles Spiel, auf jeden Fall Empfehlung wert, kann man sich antun, als Star Wars Fan wie auch als Nicht-Fan meiner Meinung nach. Diesen Dark Souls Approach haben sie nicht wirklich hinbekommen, finde ich. Dafür gab es vor allem auch zu viele unblockbare Attacken, was in Dark Souls jetzt nicht unbedingt so der Fall ist. Ich meine, so richtig schwere Schläge schon, aber ich weiß es nicht. Also beziehungsweise so, sagen wir es so. In Dark Souls ist das auch der Fall, ja. Auch in The Search gibt es solche Sachen. Aber in beiden Games kannst du besser ausweichen. Das kannst du hier nicht wirklich gut. Ich finde, die Ausweichweite war zu gering. Und ich hätte es halt schön gefunden, wenn er seinen Kampfstil, seine Erfahrung anpasst während des Games. Ich meine, es war eigentlich in der Realität relativ kurze Zeitspanne, da das alles passiert ist. Ein paar Tage oder so. Von daher schwierig, sich da einen ordentlichen Stil zu entwickeln, aber er hätte ja zumindest das Schwert nicht mehr halten müssen wie der letzte Anfänger. Und ich finde, das hat er von Anfang bis Ende. Sondern hätte sich ein bisschen dran gewöhnen können zu kämpfen, weil ja, am Anfang macht es Sinn, dass er keine Ahnung hat, wie er mit dem Ding rumfuchteln soll, weil er hat es ja nie wirklich mehr gemacht für Jahrzehnte. Aber mit der Zeit hätte er wieder reinkommen sollen, weil er wurde ja ausgebildet. Und er hat ja auch mit der Zeit seine Fähigkeiten wieder gewonnen. Da hätte er ja auch wohl in einen ordentlichen Kampfstil reinkommen können, so ein bisschen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das nur mein Empfinden dann, weil das hätte für mich auch gerechtfertigt, dass übers Spiel hinaus die Steuerung ein bisschen angenehmer würde, weil am Anfang macht es wirklich Sinn, dass er so gehackt nur zuschlägt und nicht wirklich einen Schwung da drin hat, nicht wirklich einen Rhythmus. Aber später hätte ich es schon gern gesehen, wenn der Rhythmus noch ein bisschen besser geworden wäre und ich halt so immer noch so störrisch wie am Anfang. Als Star Wars Verweigerer fand ich das Game echt nice, aber eben durch den Erkundungsfaktor. Okay, Nadinchen? Ja, immerhin. Ich meine, das freut mich. Es freut mich zu hören, als Star Wars Verweigerer vor allem. Ja, dann schau bei Empire at War nicht rein. Wenn ich denn das dann mal spiele. Vielleicht mache ich es aber auch nur als kleinen Discord-Stream mal oder so. Wenn ihr auf Discord kommen wollt, schaut bei mir in Twitch rein. Twitch. Ja, in Twitch von mir aus auch. Da ist ein Link zum Twitter-Account, aber könnt auch direkt auf den Twitter-Account gehen. twitter.com/GaryTheGamerad wie überall. Und dort gibt es einen dauerhaften Link auf meinen Discord. Dann kann man dem joinen und dann kann man mit mir und allen anderen Leuten, die unter anderem auch im Chat sind, im Stream-Chat, falls ihr das jetzt auf YouTube seht und dann, ne, keine Ahnung davon habt, wer hier ist. Mit denen allen kann man dann reden. Das ist ja interessant. Mich würde nämlich die Meinung aller Leute auch zu diesem Spiel sehr interessieren, was ihr davon denkt und wie ihr es erlebt habt. Wir hatten hier ja auch ein paar, die haben das schon direkt am ersten oder zweiten Tag durchgespielt, als es raus war. Fand ich cool, fand ich interessant, dass ihr das so durchgesuchtet habt. Ich hätte dafür gar nicht die Konzentration gehabt, glaube ich.
Aber ja. Hat sich sowieso bei mir ein bisschen geändert durchs Let's Playen, muss ich sagen. Dass ich zwar lange an einem Spiel dranbleiben kann, durch halt, wie zum Beispiel einen Stream, wo ich 6 Stunden streame oder so. Wir haben jetzt 4 Stunden. Aber dass ich es nicht in einem durchziehen kann. Aber gut, das konnte ich eigentlich nie wirklich. Vielleicht liegt es an mir. Nicht unbedingt an Let's Playen. Und die Viechers und BD1. BD1 war toll. Aber gibt es ja öfter so einen Sidekick, der einfach nur die Freude der Spieler fördern soll und damit auch die Freude mit dem Spiel verbinden soll und sowas. Und deswegen, ne? Aber ja, der war toll. BD1 war klasse. War eigentlich der beste Charakter in dem Spiel, BD1. Strange, ne? Tja. Und ich hätte trotzdem gern das Vieh noch gefunden auf dem Schiff. Den kleinen Boglin. Der war lustig. Ich fand ihn süß. Der hat so arm geguckt, als wir ihn aus der Tür da rausgezogen haben. Du sagst es, Tapsi, das war das Beste, ja. Die Viechers. Und das Terrarium fand ich toll. Also es war eine schöne kleine Sache, die auch nochmal ein bisschen das Erkunden gefördert hat, finde ich, dass man sich so dieses Terrarium zusammenstellen konnte. Und ich wollte wirklich alle Samen davon finden. Ist ein bisschen schade, dass ich es nicht so durchgezogen habe, dass wir doch noch alle gescannt haben, alle Sachen, weil sonst hätten wir da jetzt noch ein Achievement gehabt, aber ja. Die paar Prozent, die fehlen, ich weiß nicht, 7% oder so. Oh well. Wurscht. Ich würde sagen, wir haben das auf 100% durchgezogen, wie ich am Anfang auch vorhatte. Und ja, ne, ich denke, da ist nichts dran zu meckern. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich denke mal, diese Credits gehen jetzt nicht mehr so lang. Kann man die auch abschließen? Ja, kann man. Okay. Müssen wir nicht alle durchlaufen lassen. Normalerweise lasse ich es ja komplett durchlaufen, aber nicht in dem Stream, vor allem, weil wir vielleicht uns noch was anderes anschauen wollen. Ja, wie gesagt, schönes Game. Die Deluxe-Version lohnt sich kein Stück. Bloß nicht holen. Was sich lohnt, ist die normale Version. Vielleicht sogar, wenn sie runtergesetzt ist in einem halben Jahr oder so, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Geil. Und vor allem keine Bullshit-Microtransactions dabei. Bisher zumindest. Bis dato, also am 13. Dezember 2019. Bis dahin waren keine Microtransactions drin. Deshalb Empfehlung, sobald welche kommen, lasst es weg. Es ist unwichtig. Braucht ihr das Spiel nicht? I don't know, kann ja sein. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen auf YouTube. Danke für all die Kommentare, falls es welche gab. Es ist ja momentan ein bisschen sehr mau geworden auf YouTube, aber oh well. Danke auch für die Bewertung. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Euer Gary the Gamerit bei einem anderen Projekt. Vielleicht im Stream. Schaut vorbei. twitch.tv/GaryTheGamerit. Kann man auch mal reinschauen und man sieht sich. Tschüss!